jetzt Fernsehen. Hallo Leute und willkommen auf Togo Plus. Heute starten wir eine 5-Tage-Challenge. Und zwar 5 Tage kein Fleisch essen. Also für mich wird es besonders schwer, weil ich sehr oft Fleisch esse. Aber sehen wir mal, wie es kommt. Leute, wenn ihr wollt, dürft ihr das gerne nachmachen. Los geht's mit der Sendung. Das ist aber interessant. Vielleicht kann ich ja auch so eine Challenge machen. Aber was könnte ich denn machen? Denn ich will nicht 5 Tage kein Fleisch essen. Ah, jetzt weiß ich es. Ich mache das ins Experiment eine Woche nur Süßigkeiten essen. Haha, so cool. Davon habe ich sowieso immer geträumt, nur Süßigkeiten zu essen. Das wird bestimmt mega. Beginne ich denn am besten morgen früh. Das ist eine Woche, bevor ich in die neue Schule gehe. Ich freue mich wirklich so arg. Ich habe sowieso genug Süßigkeiten von meiner letzten Einschulung oder von Ostern oder im Kühlschrank. Da sind auch Haufen Süßigkeiten drin. Juhu, das wird ein super Experiment werden. Lola, Abendbrot. Okay, Mama, ich komme ja schon. Oh Lola, du bist ja sofort gekommen. Das finde ich wirklich toll. Denn normalerweise muss ich dich sofort rufen, bis du kommst. Ja, Mama, heute habe ich besonders Appetit. Und bis dahin soll diese Woche auch besonders sein. Denn ich mache ein Experiment. Und davon erzähle ich dir aber erst, wenn das Experiment zu Ende ist. Das wird bestimmt toll. Oh Lola, das freut mich wirklich sehr, dass du auch interessante Sachen ausprobieren möchtest. Wenn du etwas für dein Experiment brauchst, dann sag einfach Bescheid. Okay? Ja. Gut, weil du morgen wieder allein zu Hause sein wirst, weil ich und Papa müssen ja arbeiten, wie du ja weißt. Ich lasse dir dann Essen auf den Tisch, dass du dir dann nur noch aufwärmen musst. Und das gleiche gilt auch für Mittagessen und Abendessen. Danke, Mama. Das Experiment kann beginnen. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Ich ersetze Brot und Wurst durch Waffel. Und Wasser ersetze ich durch einen leckeren Smoothie. Ich hole erstmal den Mülleimer. Rein damit. Mülleimer weg. Und jetzt mache ich Waffel und Smoothie. So lässt sich das Leben gut gehen. Ich bin satt. Ich kann gar nichts mehr essen. Mittagessen. Mama hat das ja schon vorbereitet. Aber die Challenge, die geht ja noch weiter. Deshalb muss ich Süßigkeiten essen. Lecker Mittag. Dieses Essen hat mich wieder satt gemacht. Das ist das Tolle daran. Lola, wir sind wieder da. Wir haben für dich etwas mitgebracht. Bin schon da. Hallo Mama, hallo Papa. Oh toll, auf Makarons habe ich so viel Lust. Ich habe genug zum Frühstück und zum Mittag gegessen und jetzt darf ich die Makarons genießen. Bitte schön, Lola. Oh Lola, du hast ja einen Appetit. Ja, Mama, das schmeckt super gut.
Mama, Mama, wach auf. Ich habe Durchfall und Zahnschmerzen. Aber wirklich ganz schlimme Zahnschmerzen. Oh nein. Warte mal, gegen Durchfall habe ich was. Das kann ich dir dann gerne geben. Aber Zahnschmerzen, da müssen wir dann wahrscheinlich leider zum Zahnarzt gehen. Oh ja, Mama, es tut so weh. Ich kann es kaum aushalten. Okay, ich muss dann auf der Arbeit Bescheid sagen und dann muss ich noch beim Zahnarzt anrufen. Du kannst kurz hier warten. Lola, ich habe mich nur ins Bett gelegt. Gut, wir hatten Glück gehabt. Ein Termin ist gerade um 9 Uhr frei geworden. Irgendjemand hat abgesagt, also dürfen wir um 9 Uhr beim Zahnarzt sein. Lass uns dann gleich hinfahren. Alles klar. Hallo, ich habe einen Termin für meine Tochter gebucht, denn sie hat ganz große Zahnschmerzen. Ah, okay. Sie dürfen sich jetzt hier eine Zahl ziehen. Okay. Die Nummer 1. Gut, sie werden dann aufgerufen. Jetzt tut's wieder ganz dolle weh. Alles wird gut, der Zahnarzt, der kümmert sich dann darum. Die Nummer 1, bitte. Das sind wir, kommst du? Ja, ja, aber ich habe ein bisschen Angst. Alles wird gut. Ich will nicht. Hey, alles wird gut, Kleines. Das wird bestimmt wehtun. Mein Mund tut auch so weh. Ich will nicht. Nein, Lola, du kommst jetzt mit. Tut mir leid. Lola, du bist sonst nie so. Jetzt komm. So, Lola, du darfst dich jetzt auf diese große blaue Liege hinlegen. Okay. Ich würde sagen, dass wir uns zuerst hier an diesem Bildschirm deine Zähne anschauen. Okay? Wenn das sein muss. Hier kannst du es sehen. Was erkennst du denn hier auf diesem Bild? Meine Zähne. Aua! Es tut so weh. Das werden wir behandeln. So, damit dein Mund ganz weit offen bleibt, stecke ich dir jetzt ein kleines Plastikteil in deinen Mund. Oh nein, das ist sowas von unfair. Das tut auch wirklich gar nicht weh. Will aber nicht. Aber das muss sein. So. Das tut so weh. Ich weiß, aber du musst durchhalten. A3 ist da, A4 kommt noch, A5 ist da, A6 kommt noch, A7 ist da, A8 kommt noch. So, wir werden dir jetzt deine Zähne putzen. Aber das mag ich nicht. Lola, das muss aber sein. Ich habe euch schon zu Hause geputzt. Aber trotzdem muss ich dir noch nachputzen. Mag aber nicht. Lola, du ziehst jetzt das Plastikteil wieder an. Verstanden? Ja, Lola, du musst schon auf die Zahnärztin hören. Aber Mama, die behandelt nicht mehr meine Zähne. Mir tut es richtig weh. Deshalb möchte ich auch deine schmutzigen Zähne putzen. Setz dich bitte. Ja, ja. Lola, da sind leider nur Karies. Hast du in den letzten Tagen vielleicht zu viel Süßigkeiten gegessen? Denn das liegt nur an Süßigkeiten. Deine Zähne sind vergilbt und voller Karies. Hab ich nicht. Aber so sieht's leider ganz danach aus. Lass mal sehen. Sie haben recht. Lolas Zähne sind wirklich sehr vergilbt. Genau, das erklären auch die Zahnschmerzen und den Durchfall. Lola, was war das nochmal mit dem Experiment? Sag's mir jetzt bitte, Lola. Das waren 5 Tage nur Süßigkeiten essen. Was? Was? Lola, du weißt schon, dass ein kleines Kind niemals so viele Süßigkeiten essen darf. Und das auch noch 5 Tage lang. Woher hattest du überhaupt die Idee? Von dir einer Fernsehsendung. Was? Lola, du hattest Fernsehverbot.
Und außerdem darfst du nicht allein den Fernseher anschalten. Tut mir leid. Diese Behandlung wird jetzt eine ganze Stunde gehen. Eine Stunde? Zu Recht. Ich will nicht. Hättest du nicht so viele Süßigkeiten gegessen? So, ich fange am besten jetzt gleich schon an. Jetzt muss ich bohren. Lola, halt still! Aua! Durch den Karies hat sich da hinten auch noch ein Loch gebildet. Oh nein! Lola, tut mir leid, aber wir müssen das Loch füllen. Aber das tut zum Glück nicht weh. Ich glaub ihm nicht, was sie sagen. Das sagt nämlich jeder Arzt zu jedem kleinen Kind. Nämlich, das ist immer gelogen. Lola. Stimmt doch. Wir fangen jetzt an. Falls etwas wehtut, hebe einfach die Hand. Ja, ja. Das tut weh. Keine Sorge, nur noch ein bisschen, dann hast du es geschafft. Siehst du, schon fertig. Jetzt putzen wir noch deine Zähne. So, das war's mit der Behandlung. Du bist fertig. Endlich, das hat so lang gedauert. Ach, ich wusste, dass das nur was Kleines war. Und das hat gar nicht wehgetan. Und jetzt hat sich das gelohnt. Denn jetzt habe ich wunderschöne weiße Zähne. Genau, da hast du recht. Darf ich das jetzt endlich abziehen? Ja, klar. Endlich. So, wann kriege ich mein Geschenk? Was für ein Geschenk? Na, das, was jeder immer bekommt. Tut mir leid, aber die Kiste ist leer. So viele hatten heute schon eine Behandlung. Wie gemein! Jeder kriegt immer ein Geschenk, außer ich. Wer kriegt nie ein Geschenk? Ich! Wer? Ich! Sie sind echt gemein! Ich guck mal, was ich tun kann. Ich bin gleich da. Ja, beeilen Sie sich aber. Jetzt! Ich habe zum Glück noch etwas aufgefunden. Was soll das sein? Das soll eine Goldmünze darstellen. Wie langweilig. Her damit. Dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Tag. Ihnen einen schlechten Tag. Lola hat sich nur versprochen. Sie meinte natürlich einen schönen Tag. Ja, weiß ich. Danke. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Bitte, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Lola, wie du dich gegenüber der Zahnärztin verhalten hast, fand ich wirklich gar nicht gut. Ja, und da bin ich eben. Ja, das merke ich schon die ganze Zeit. Lola, jetzt mal ein anderes Thema. Freust du dich eigentlich schon auf die neue Schule? Denn ich habe da so meine Sorgen. Natürlich! Wieso hast du deine Sorgen? Naja, dass du wieder von der Schule fliegst, weil du wieder irgendwelche schlimme Sachen anstellst. Keine Sorge! Das wird auf jeden Fall passieren. Lola! Boah, wie lange muss ich denn noch auf sie warten? Sie braucht so lange. Ist mal wieder typisch. Eigentlich wollte ich ganz normal mit ihr spielen und früh anfangen. Aber nein, sie muss ja mal wieder zu spät kommen. Und am Ende haben wir nur noch ein paar Minuten zum Spielen. Lola, tut mir leid für die Verspätung. Nur tut mir leid? Eine Umarmung wäre nett. Lass mich! Du hast doch gesagt, ich soll dich umarmen. Nein, ich meinte damit, du wärst vielleicht alleine drauf gekommen. Deswegen habe ich jetzt keine Lust auf eine Umarmung. Okay, vielleicht können wir trotzdem noch was spielen. Okay, ich wollte schon früher mit dir machen.
Ja. Lass uns vielleicht Verstecken spielen. Verstecken? Verstecken ist was für Babys. Oh, ich spiele aber immer mit meiner Schwester Verstecken. Ja, deine Schwester ist wahrscheinlich auch ein Baby. Hm. Wir rutschen. Ich guck von hier zu. Nein, du rutschst auch. Schubst mich bitte nicht. Okay, aber dann rutsch. Ist ja schon gut. Na hopp! Schneller! Ich will auch noch rutschen! Worauf wartest du? Rutsch! Ich will rutschen! Die ist viel zu hoch. Viel Spaß beim Rutschen! Aua, du bist voll in mich reingerutscht! Tja, Pech! So was macht aber deine Freundin. Mein Rücken tut weh. Das ist mir doch egal. Wärst du eben schneller gerutscht. Ich will nach Hause. Nein, wir wollten doch noch spielen. Ich möchte nicht mehr, mein Rücken tut weh. Und außerdem bist du gemein zu mir. Ich gehe. Nein. Hör auf, mich zu schubsen. Wir spielen jetzt im Schlamm. Nein, mein Rücken tut weh und ich will mich nicht dreckig machen. Tja, du hörst auf mich. Nein. Wenn du nicht auf mich hörst, na, dann tue ich dir wieder weh. Okay, okay, ich mach. Kommst du nicht mit rein? Natürlich nicht, ich will meine schönen Kleider nicht dreckig machen. Aber deine Kleider sind sowieso schon dreckig, also macht es nichts aus, wenn sie noch mehr dreckiger werden. Du bist so gemein. Stopp, du bleibst da drin. Nein, ich habe keine Lust. Boah, die ist ja eine Spielverderberin. Ich habe sowieso keine Lust mehr, hier auf diesem Babyspielplatz zu sein. Ich gehe nach Hause und zock etwas. Wow, ich bin im Spiel einfach die Beste. Oh mein Gott. Jetzt nach links. Yay, erste Runde gewonnen. Und die letzte Runde gewinne ich auch noch. Lola, Lola. Lola, wieso antwortest du nicht? Ich hab dich doch gerufen. Ich wollte unbedingt die letzte Runde auch gewinnen. Aber jetzt störst du nur. Ich wollte nur sagen, dass ich arbeiten gehe. Du musst dir dann später was zum Essen machen. Aber bitte, keinen Unsinn machen. Du weißt ja, was du letztes Mal veranstaltet hast. Ja, ja, Mama. Ich weiß, mit der Polizei ist nicht zu spaßen. Und ich werde mir was Leckeres zum Essen machen. Und warte, keine Süßigkeiten. Einverstanden? Ich habe ja schon verstanden, Mama. Ich bin nicht scharf darauf, wieder zum Zahnarzt zu gehen. Das letzte Mal war es voll ätzend. Das klingt gut, mein Schatz. Du bist langsam vernünftig. Tschüss, Schatz. Tschüss. Ach, übrigens noch eine Sache. Schaffst du es vielleicht, die Spülmaschine einzuräumen? Ja, Mama, das mache ich. Du kannst jetzt gehen. Na dann, gehe ich mal schön. Tschüss. Oh nein, ich habe verloren wegen Mama. Jetzt habe ich keine Lust mehr und Hunger habe ich auch noch. Ich will mir was Leckeres zum Essen kochen. Ich werde mir aber vorher erstmal Kochvideos angucken, denn ich habe gar keine Ahnung, wie man kocht. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf Sandys Kochwelt. Heute koche ich für euch etwas ganz Besonderes. So, als erstes müsst ihr die Sachen vorbereiten. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Aber was ihr noch braucht? Ein Topf. So, während wir die Spaghetti kochen, bereiten wir die Soße dafür vor. Die Tomaten schneiden. Ich schneide sie meistens immer in ganz kleine Stückchen. Aber dies darf jeder machen, wie er will. Hauptsache, es wird am Ende eine Soße. Die Spaghetti werden dann fertig. Jetzt machen wir Hackfleisch. So, fertig. Ich freue mich schon, es zu essen. Und natürlich werde ich die Spaghetti mit meiner ganzen Familie teilen. Lecker. Oh ja, das kann ich kochen. Das wird bestimmt lecker. Und ich koche so viel, dass Mama und Papa später sogar mitessen können.
Dann sind sie bestimmt stolz auf die Meisterköchin Lola. Oh nein, stimmt. Ich muss ja noch die Spülmaschine ausräumen. Mach ich mich mal an die Arbeit. Ich fange mal mit den Tellern an. Boah, sind die schwer, Au, ist das laut! Ist etwas kaputt gegangen? Dieser ist noch ganz. Guck ich mal der. Der ist zum Glück auch noch ganz. Guck ich die nächsten. Puh, die sind auch noch ganz. Und jetzt der letzte. Oh, der hat nur einen kleinen Splitter, aber den kann man noch benutzen. Da hatte ich Glück. Jetzt ganz vorsichtig. Geschafft, weiter geht's. Diesmal passe ich besser auf mit den Tellern. Jetzt ganz vorsichtig. Und zum Schluss noch der Topf. Aber ich muss noch kurz überlegen, wo kommt überhaupt der Topf hin? Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. In der oberen Schublade. Oh, ist das schwer. Nein, der Topf ist kaputt. Was kann ich jetzt nur tun? Mama wird ausrasten. Ach egal, ich hole jetzt den Mülleimer, werfe die Scherben in den Müll und sie wird es schon nicht bemerken. Jetzt nur noch rein. Perfekt, drinne. Und jetzt muss ich noch den Mülleimer wegbringen. Aber wenn sie das merkt, dann wird es riesigen Ärger geben. Nach diesem Trubel brauche ich jetzt eine Pause. Mama wird sich bestimmt Sorgen machen, wenn sie sieht, dass der Topf kaputt ist. Sie wird sicher in die Mülltonne gucken. Und vor allem, das ist ihr Lieblingstopf. Ah, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ich einfach kurz in den Laden gehe und ihr denselben Topf nochmal kaufe? Ja, das mache ich. Los geht's! Lalalalalala. Ich hoffe, es gibt den Topf. Hier nicht, hier oben auch nicht, hier nicht. Ah, ich hab ihn! Jetzt diesen auch nicht kaputt machen. Okay, perfekt. Diesen Topf bitte! Tut mir leid, aber das Geld reicht nicht. Wie? Es müsste doch reichen. Ich brauche diesen Topf nämlich unbedingt für Mama. Sonst macht sie sich Sorgen um ihren Lieblingstopf. Kleine, dieses Geld reicht wirklich nicht aus für diesen Topf. Denn der Topf, der kostet 20 Euro. Und du hast mir einfach 10 Euro gegeben. Ist mir egal, aber ich will diesen Topf. Ich sag's dir nur das letzte Mal, das Geld reicht nicht aus. Aber ich habe stattdessen eine andere Idee für dich. Du kannst stattdessen einen kleineren Topf nehmen und der kostet nur 10 Euro. Genau das, was du mir gegeben hast. Okay? Na gut, dann halt einen kleineren. Gut, ich bringe ihn dir kurz. Das wäre dann der kleine Topf. Ja, den nehme ich. Komm schon, Lola, überleg dir was. Du findest immer eine Lösung. Ja, ich hab's. Entschuldigung, mir gefällt diese Farbe nicht. Bekomme ich vielleicht eine andere? Ist gut. Also eine andere Farbe will ich natürlich nicht. Ich möchte mir den Topf holen. Wo ist er denn? Ich hab ihn. Jetzt habe ich endlich denselben Topf, den ich kaputt gemacht habe. Und Mama wird nichts merken. Hahaha. Leider passt der Topf nicht in die Tasche. Deshalb werde ich den Topf mit der Tasche überdecken. Tschüss! Das Mädchen war ja sehr frech. Lola, sehr gut gemacht. Und das auch noch ohne erwischt zu werden. Vor lauter habe ich aber ganz das Kochen vergessen. Ich hatte ja schließlich vor, etwas für mich zu kochen. Das wird das beste Essen ever. Wie das schon lecker duftet. Ich mache Omelette mit Traubensaft. Das Omelette ist fertig. Perfekt. Jetzt wird nur noch Pommes. Aber wie macht man denn überhaupt Pommes? Ich muss schnell wieder nachgucken. Ah
ja, hier habe ich eine Pommesseite gefunden. Ah, ich muss vorher das Öl 15 Minuten kochen. Und danach kommen die Pommes drauf. Okay, ja, das ist bestimmt so einfach. Das werde ich machen. Ah, super, in den 15 Minuten, wo das Öl noch kocht, kann ich bestimmt eine Runde zocken. Und jetzt gehe ich zocken. Diesmal werde ich gewinnen. Panik. Oh, es hat geklingelt. Hallo, ich habe Rauch gesehen und den Feuermelder. Was ist passiert? In der Küche brennt es. Keine Angst, ich werde die Feuerwehr anrufen. Komm mit. Hallo, in der Küche brennt es. Die Adresse ist Hafenstraße 19. Kommen Sie bitte schnell. Ja, okay, sind auf dem Weg. Gut, wir gehen dann jetzt rein. Ja. Lola, was ist los? Wir haben von der Polizei einen Anruf bekommen, dass es bei uns brennen soll. Lola, was hast du wieder angestellt? Das Feuer ist zum Glück gelöscht. Sie haben Glück gehabt, das Öl brannte aus und das Feuer hat sich nicht in anderen Zimmern ausgebreitet. Oh, vielen lieben Dank. Lola, wieso hast du das getan? Ich hab dir doch gesagt, mach keinen Unsinn. Ja, ich wollte nur was kochen und hab den Tisch gedeckt für uns alle und hab alles so schön vorbereitet. Aber leider bin ich dann spielen gegangen und hab das Öl auf dem Herd vergessen. Lola, sowas kann man doch nicht machen. Kochen machen nur Erwachsene. Genau aus diesem Grund ist das passiert, oder? Ja. Och Lola, was soll ich nur mit dir machen? Ich bin so froh, dass du bald wieder zur Schule gehst. Mama, wann gehen wir endlich shoppen? Ich möchte einen neuen Schulranzen für die neue Schule haben. Denn mein alter ist hässlich. Aber Lola, nur weil du in eine neue Schule gehst, heißt es nicht, dass du gleich einen neuen Schulranzen brauchst. Wenn ich keinen neuen Schulranzen bekomme, dann gehe ich nicht zu dieser blöden neuen Schule. Alles okay, ich höre Geschrei. Lola möchte einen neuen Schulranzen für ihre neue Schule haben. Lola, du warst noch nicht mal in der neuen Schule und schon findest du sie blöd? Du bist doch kein dummes Kind. Ja, aber ich will den neuen Schulranzen haben. Und die neue Hose, die Mama mir versprochen hat. Gut, ausnahmsweise bekommst du das, was du willst. Aber nur, wenn du mir versprichst, nett und fleißig zu sein. Ja, ich verspreche es. Danke, Papa. Mama! Was ist denn, Lola? Ich stehe direkt neben dir. Wann gehen wir endlich shoppen? In einer Stunde können wir gerne gehen. Denn ich muss noch die Küche aufräumen und den Boden sauber machen. Ist gut. Mir ist langweilig. Wie kann ich mir nur die Zeit vertreiben? Ah, ich habe eine gute Idee. Mit dem Telefon kann man bestimmt was Lustiges anstellen. Und zwar Telefonstreiche. Das wird so Spaß machen. Ich hole erstmal das Telefon. Hallo? Hallo, hier ist der Pizzadienst. Vor Ihrer Tür finden Sie eine Pizza. Ich habe doch gar keine bestellt. Aber vor Ihrer Tür liegt eine. Haha.
Nächste Nummer. Hallo. Hallo, hier ist Frau Meier vom Kindergarten. Ihre Tochter möchte abgeholt werden. Oh nein, was ist passiert? Sie hat Durchfall. Okay, vielen Dank, ich komme. Tschüss, schönen Tag noch. Das wird bestimmt kein so schöner Tag. Nächster. Hallihallo? Hallo, hier ist Frau Blume von der Polizei. Sie haben Ihr Auto falsch geparkt. Ihr Auto wird abgeschleppt. Mein Auto steht da immer und bis jetzt gab es noch keine Probleme. Aber jetzt ist es ein Problem. Okay, ich parke das Auto woanders. Gut so. Tschüss. Nächster. Hallo, wer ist da? Hallo, Frau Maya hier. Sie haben eine Pizza bestellt. Du bist es wieder. Ich war im Kindergarten und meine Tochter ist gesund. Unfassbar. Du wirst es noch bereuen, denn deine Nummer wird angezeigt. Du wirst was erleben. Tschüss. Oh nein, hoffentlich weiß ich nicht, wo ich wohne. Oh, und ich habe mich sogar als Polizistin ausgegeben. Hoffentlich passiert nichts. Oh Mann, wieso habe ich jetzt solche Gefühle? Der Lola passiert doch nie was. Lola, wir gehen. Komme jetzt schon. Okay, Lola, hier sind die Schuhranzen. Welchen willst du denn haben? Ich kann mich irgendwie nicht zwischen den Vieren entscheiden. Aber Lola, bitte, mach schneller. Ich warte hier und schau mich um. Ja, ja. Soll ich den Giraffen nehmen? Nein, zu kindisch. Dieser? Nee, der ist zu schön. Oder wie wär's mit diesem Bärchen da drauf? Zu babyhaft. Oh ja, ich weiß, was ich nehme. Ich nehme diesen blauen hier. Denn genau denselben hat Mia. Also aus der alten Schule. Ich weiß, ich werde sie zwar nicht mehr sehen, aber... Ja, ich darf den trotzdem haben. Ich nehme den und ich mache ja nicht nach, gell? Mama, bin fertig. Ah, den blauen? Ja, der ist schön. Hier. Kann ich mit Karte zahlen? Ja. Tschüss, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Ihnen ebenso. Lola, kannst du bitte auf mich warten? Ich muss nämlich die Parkzeit erhöhen, damit wir noch deine Hose kaufen können. Okay, Mama, darf ich mir in der Zeit eine Kugel Eis holen? Okay, aber komm danach sofort wieder zu mir. Ich bleib dann hier und warte auf dich, damit ich dich nicht verliere. Okay. Hallo, ich möchte eine Kugel Erdbeereis im Becher. Das wird mir vielleicht nicht genügen. Dann auf einem Becher bitte Erdbeer und auf dem anderen Becher dann Vanille. Mit Streuseln. Okay. Bitteschön. Danke, tschüss. Tschüss. Oma wird bestimmt sauer, wenn sie mich mit zwei Bechern Eis sieht. Ich habe eine Idee. Ich verstecke erstmal... ein Eis in meinem Schuhranzen. Aber wo ist denn mein Schuhranzen überhaupt? Ah ja, da hinten. Okay. Auf welches Eis verzichte ich? Ich glaube erstmal auf Vanille mit Streuseln. Da sieht man noch ein bisschen. Ich stopfe es noch mehr rein. Jetzt sieht man wirklich gar nichts mehr. Ich bin fertig. Hat ein Eis geschmeckt? Das war ganz schön lecker. Freut mich. Lass uns jetzt deine Hose kaufen, ja? Okay. Ich helfe dir zu suchen. Danke. Oh, in meinem Rucksack fühlt sich das ein bisschen nass an. Und kalt. Oh nein, mein Schuhranzen. Das Eis ist geschmolzen.
Lola, hilf mir bitte. Es wird bald Abend und wir wollen ja noch nach Hause gehen. Sieht doch gut aus, findest du nicht? Ich geh schon mal bezahlen, ja? Ja. Oh, was kann ich jetzt nur tun? Komm, Julia, du findest doch immer eine Lösung. Oh ja, ich hab es. Lola! Mama, ich muss ganz dringend auf die Toilette. Ja, ich bezahl schnell. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich für dich da, ja? Was ist? Ich muss auf die Toilette. Darf ich? Gut, aber beeil dich. Ich bleib hier. Ja. Hallo, könnte ich bitte den Schulranzen, den wir vorhin gekauft haben, umtauschen? Bitte. Ja, gerne, Kleine. Welche Farbe möchtest du denn? Ich nehme gerne diesen rosanen da. Okay. Bitteschön. Und du gibst mir den blauen. Danke, lieb von Ihnen. Tschüss. Tschüss. Oh nein, was ist hier drin für eine Suppe? Deswegen wollte die Kleine den Schulranzen umtauschen. Und ich bin drauf reingefallen. Oh nein, so einfach wird sie nicht davonkommen. Hallo Security. Bitte lasst ein kleines Mädchen mit einem rosa Rucksack und einem Muster darauf und ihrer Mama nicht entkommen. Ich muss ein ernstes Wort mit denen sprechen. Wieso hast du denn einen anderen Rucksack? Ich wollte einfach den Rucksack umtauschen, als ich auf dem Weg zur Toilette war. Ah, okay. Mama, lass uns wieder nach Hause gehen. Ich glaube, ich habe Durchfall. Das liegt bestimmt am Eis. Du hast dir letztens so viel Süßigkeiten gegessen. Warten Sie kurz. Da ist das Mädchen mit dem rosa Rucksack und mit dem Muster darauf. Hallo. Was ist denn passiert? Stimmt was nicht? Fragen Sie Ihre Tochter. Sie hat bestimmt etwas zu erzählen. Lola, was hast du wieder angestellt? Ich habe das Eis im Schulranzen vergessen. Wie denn? Du hast dein Eis doch gegessen. Ja, ich habe aber zwei gekauft. Ich wollte das erste Eis essen und danach das zweite. Aber dann habe ich eins davon in meinem Schulranzen vergessen. Im Schulranzen? Wo ist er denn? Und der blaue, der ist im Laden. Mit der Eissoße drin. Ja, und deshalb habe ich auch die Security angerufen. Aha, Lola. Das erklärt doch, wieso du deinen Schulranzen umgetauscht hast. Und du hast mir einfach erzählt, dass du den Blau nicht magst. Lola! Ich bin nämlich vorher nicht auf die Toilette gegangen, sondern in den Schulranzenladen. Ja, das kann ich mir auch denken. Du hast mir nicht mehr Bescheid gesagt. Ich bin jetzt wirklich stinkesauer. Du bist nämlich gerade mal 6 Jahre und läufst hier frei herum. Das geht so nicht. Oh Gott, Lola, du kannst es einfach nicht lassen. Eins muss man ihr lassen. Sie ist raffiniert. Ich habe ihr den rosa Schulranzen gegeben, ohne den blauen zu überprüfen. Sie hat so höflich und lieb gefragt, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Ja, das kann sie gut. Entschuldigung dafür. Wir nehmen den blauen Ranzen mit nach Hause und reinigen ihn dort. Ich will keine Suppe in meinem Schulranzen. Ach Kind, mach dir keine Sorgen. Wir schicken selbst den Ranzen zur professionellen Reinigung. Wir wollen schließlich kein Kind traurig nach Hause schicken. Oh, vielen Dank, das ist sehr lieb von Ihnen. Lola, entschuldig dich wenigstens. Ja, Entschuldigung, kommt nie wieder vor. Kein Problem, Kind. Viel Spaß mit deinem neuen Schulranzen. Danke! Oh, Lola, ich bin heute fertig mit den Nerven. Ich will heute nichts mehr von dir hören. Verstanden? Ja, ja, Mama. Ich gehe öffnen. Oh, hallo. Hallo, Frau Stein. Wir müssen reden. Ist was passiert?
Geht es meinem Mann gut? Ja, alles gut. Es geht um was anderes. Okay, kommen Sie bitte rein. Jemand hat heute willkürlich irgendwelche Leute angerufen und Telefonstreiche gemacht. Wir haben viele Beschwerden bekommen. Der Anrufer hatte die Nummer 914-3865. Das ist doch Ihre Telefonnummer. Ja, das ist richtig. Lola, warst du das? Ja, mir war vorhin langweilig und ich dachte, mir würde sowas Spaß machen. Und es hat auch Spaß gemacht. Das ist verboten, Kind. Und du hast dich auch als Polizistin ausgegeben. Das ist strafbar. Oh, Entschuldigung, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Kein Problem, sie ist nur ein kleines Kind. Aber sowas darf nicht mehr passieren, sonst müssen sie Strafe zahlen. Oh, danke, das wird nicht mehr vorkommen. Oder, Lola? Entschuldige dich. Ja, Entschuldigung, ich mach das nicht mehr. Aber bestimmt werde ich irgendwann was anderes machen. Oh, hallo Lola! Hi Melissa! Hast du an Halloween irgendwas vor? Ja, wir kriegen Besuch. Nichts Besonderes. Und du? Weißt du was? Meine Mutter wollte, dass wir zu Oma und Opa an Halloween gehen. Aber das wird doch dann total langweilig sein an Halloween beim Oma und Opa. Und weißt du was? Ich hab Mama gesagt, dass ich bei dir eingeladen bin. Und ich hoffe, ich kann zu dir kommen. Oh, Lola, gut, dass du anrufst. Weil dann sag ich Mama, dass ich schon mit dir verabredet bin. Und dann muss ich nicht zu Hause bleiben. Weil wenn der Besuch zu Hause ist, dann muss ich zu Hause bleiben. Ich kann ja nicht aus dem Haus gehen, wenn der Besuch in meinem Zimmer hockt. Ja, gute Idee. Lass uns einfach weiterziehen und die Stadt unsicher machen. Oh ja, dafür bin ich immer zu haben. Okay, gut. Wir müssen jetzt ein bisschen überlegen, was wir anstellen. Okay? Okay. Gut, dann überleg du dir mal was und ich überlege mir auch etwas. Bis später, Lola. Ich muss mir jetzt ein richtig gruseliges Kostüm bestellen. Sodass jeder Angst vor mir haben wird. Und dann kann ich gleich noch etwas dazu bestellen. Moment, ich schau mal heimlich auf Mamas Laptop im Internet. Da finde ich ganz sicher etwas. Oh ja, ich habe ein perfektes Kostüm gefunden. Ein Clown-Kostüm. Oh Mann, das wird gruselig. Weil ich habe nur einen ganz kleinen Trailer von so einem Horrorfilm Es gesehen. Das ist zwar gar nichts für Kinder, aber ich habe nur einen ganz kleinen Abschnitt vom Trailer gesehen. Und das war ganz gruselig. Genau das richtige Kostüm für mich. Was könnte man noch machen? Oh, was sehe ich da? Bonbons für Streiche. Oh, das sollen richtig mega scharfe Bonbons sein. Genau das. Das könnten wir ganz gut gebrauchen bei unseren Streichen. Das muss ich auf jeden Fall Melissa erzählen. Aber zuerst bestelle ich die zwei Sachen. Ja, Mamas Konto ist sowieso hier angelegt. Das wird schon passen. Moment, ich guck mal, wann es ankommt. Ja, morgen früh. Das passt perfekt. Perfekte Zeit. Und bestellen. Jetzt muss ich schnell Mamas Computer wieder zurücklegen. Perfekt. Mama? Ja? Morgen bin ich um 19 Uhr mit Melissa verabredet. Wir werden dann einfach durch die Nachbarschaft gehen. Gut, dann ist alles in Ordnung. Am nächsten Tag. Ah, du bist doch die beste Freundin von Melissa. Schön, dich mal kennenzulernen. Ja, genau, das bin ich. Komm doch rein.
Hallo Melissa. Hallo Lola. Ich esse nur noch schnell zu Ende und dann können wir in mein Zimmer gehen. Okay. Danke Mama für das Essen. Wir gehen in mein Zimmer. In Ordnung. Also jetzt erstmal richtig, hallo Lola. Ich freue mich wirklich so, dass du da bist, denn in ein paar Stunden würde schon der Besuch kommen. Zum Glück werde ich dann mit dir sein, damit wir zusammen laufen können. Sonst, wie gesagt, müsste ich ja hier bleiben. Also Melissa, an Folgendes habe ich gedacht. Ich habe mir ein Gruselkostüm bestellt. Aus dem Horrorfilm Es. Oh nein, dieser Horrorfilm? Den habe ich wirklich nicht gesehen. Das ist ja nichts für Kinder. Der ist sogar ab 18. Mir wurde das nämlich nur kurz im Internet angezeigt und dann habe ich sofort weggeschaltet. Ich hatte so viel Angst. Ja, genau, das ist auf gar keinen Fall etwas für Kinder. Aber das Kostüm ist wirklich was. Und noch etwas. Ich habe mega, mega scharfe Bonbons bestellt. Ich habe nur ein ganz kleines bisschen an einem Bonbon geleckt. Und meine Zunge brannte wie verrückt. Oh, Lola, was für ein Einfall hast du. Und was werden wir dann damit machen? Naja, wir tauschen manche Bonbons gegen die scharfen Bonbons und schauen, was dann passiert. Oh ja, denn viele Leute stellen sowieso die Bonbons vor der Tür und deshalb haben wir freien Zugang. Also lassen wir es heute richtig krachen. Oh ja. Und was hast du für ein Kostüm? Ich habe noch das gruselige Kostüm vom letzten Jahr. Das würde super passen. Und ich habe mir etwas überlegt. Es gibt hier in der Nachbarschaft ein Gruselhaus. Und normalerweise dürfen nur Kinder ab 12 Jahren rein. Aber das ist doch egal. Denn wenn wir uns reinschleichen, aber ganz heimlich, ohne dass jemand uns sieht, dann werden wir die ganzen Besucher erschrecken. Und dann machen wir irgendwas, womit sie gar nicht rechnen. Oh ja, wenn du sagst, dann bin ich natürlich dabei. Gut, dann freue ich mich total auf heute Abend. Ich mich auch. Bis später. Bis später, Melissa. Tschüss. Tschüss. Am Abend. Wow, Lola, du bist so gruselig verkleidet. Ich weiß, das wollte ich ja auch. Okay, Lola, hier habe ich dir und Melissa eine Kürbistasche gekauft. Ich habe keinen Platz mehr für die andere. Ja, Lola, was ist denn da drinne? Nichts. Da ist wirklich gar nichts drin. Nur ein paar Süßigkeiten, die wir auf dem Weg futtern. Okay. Melissa kommt dich gleich sowieso abholen. Da kann ich ihr dann einfach schnell die Tasche geben. Da musst du nicht noch mehr tragen. Okay, danke, Mama. Wow, Lola, du siehst ja echt gruselig aus. Oh mein Gott, und du erst. Hallo, Melissa. Hallo. Die Halloween-Tasche ist für dich. Oh, vielen Dank. Wir hatten keine mehr zu Hause. Bitte, dann wünsche ich euch beiden noch viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss. Passt auf euch auf. Machen wir. Unsere Lola ist schon so groß. Oh ja. Aber komm, machen wir uns jetzt auch auf den Weg. Ja. Okay, abgeschlossen. Lola, ich kenne die Nachbarschaft sehr gut. Also weiß ich auch, welche Familien die Süßigkeiten vor der Tür lassen. Und bei denen können wir dann die Süßigkeiten austauschen. Okay, dann zeig mir mal den Weg. Mhm. Okay, Lola, wie viele Bonbons hast du denn überhaupt? Ich habe ungefähr 50 bestellt. Okay, gut. Lass uns dann hier, sagen wir mal, 10 Bonbons reinlegen. Ja, in Ordnung. Das passt. Oh, die haben ja eine große Auswahl. Aber das wird sich jetzt ändern.
Okay, das reicht. Komm, wir essen die guten Bonbons. Aber natürlich. Melissa, das wird heute so Spaß machen. Wir futtern die guten Bonbons und lassen die scharfen Bonbons hier. Oh ja, machen wir das. Wir können bei noch einem Haus scharfe Bonbons reinlegen. Okay, und wo? Folgt mir. Wow, hier gibt's ja so leckere Süßigkeiten. Oh ja, und diese Kekse. Wie gut, dass wir sie gleich essen können. Das sieht so toll aus. Ja, lass uns sie jetzt essen. Nicht alle. Wir sollen doch noch welche in unsere Kürbistaschen stecken, damit Mama sieht, dass wir überhaupt etwas gesammelt haben. Sonst schöpft sie vielleicht Verdacht. Vielleicht hast du ja recht. Wenigstens ein Keks. Bitte. Okay. Und jetzt können wir eigentlich Popcorn holen und den Film anschauen. Oh ja. Komm, jetzt essen wir Popcorn und schauen, was passiert. Ja. Oh, ich freue mich schon auf leckere Süßigkeiten. Na, dann klingel mal. Süßig oder saures? Hallo, willkommen hier. Ich habe hier extra eine leckere Schüssel voller Bonbons für euch hingestellt. Greift zu. Oh, danke. Oh, Bonbons, diese glitzern sogar. Ich freue mich total, die zu essen. Lasst es euch schmecken. Das sieht ja gut aus. Oh nein! Was ist das denn? Es ist so scharf! Meine Zunge brennt! Oh nein, stimmt was nicht mit den Bonbons? Was ist denn los? Ich hole euch selbstverständlich Wasser. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bonbons so brennen. Ich probiere auch mal so einen. Ach du meine Güte, das ist ja kaum auszuhalten. Bitte holen Sie sofort schnell Wasser oder Milch oder Brot. Bitte sehr. Danke. Also wirklich, wie können Sie es wagen, solche scharfen Bonbons hier hinzustellen? Ich weiß wirklich nicht, woher diese Bonbons kommen. Ich kenne diese Bonbons gar nicht. Oh nein! Ach, ich glaub ihn einfach nicht. Kommt, Kinder, gehen wir. Wir kommen nie wieder hier an diesem Haus vorbei. Jetzt gibt's wieder Kino. Yay! Oh, unverpackt. Njam, 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 njam. Langsam, langsam. Ist es bei den ersten Bonbon. Hab schon im Mund. Ich genieße erstmal den ersten Bonbon. Aua! Meine Zunge brennt! Es ist kaum auszuhalten! Was erzählst du denn? Das sind doch nur ganz normale Bonbons. Welche hast du denn gegessen? Na diese! Warte kurz. Oh mein Gott, das brennt hier total. Wir müssen klingeln. Hallo, was haben Sie hier abgestellt? Was sind das für Bonbons? Die sind total scharf. Hä? Das sind doch nicht unsere Bonbons. Die sahen total anders aus. Das kann doch nicht wahr sein. Ich gebe Ihnen natürlich Wasser. Ich verstehe das immer noch nicht. Lügen Sie weiter. Wir gehen. Komm, mein Schatz. Ja.
Ja, das war echt lustig. Oh ja, total. Alle meine Popcorn sind leer. Meine auch. Und jetzt ab ins Gruselhaus. Ha, ha, ha. Melissa, kleine Kinder dürfen doch rein, wenn Erwachsene dabei sind. Oh Mist, wie sollen wir denn da reinkommen? Melissa, ich glaube, das soll für uns doch kein Problem sein. Ja, aber wie sollen wir das denn machen? Hast du eine Idee? Ja, erinnerst du dich nicht, wie wir den Koch im Urlaub ausgetrickst haben? Vielleicht stellen wir das genauso an. Ja, gute Idee. Ich weiß, was wir machen. Und zwar, ich gehe zu dem Mann, der alle reinlässt und erzähle ihm etwas. Und dann locke ich ihn weg. Und anschließend flüchten wir so schnell, wie es geht, da rein. Oh ja, los geht's. Warte, Melissa, wir müssen unsere Süßigkeitenbeute irgendwo im Busch verstecken oder so. Wieso denn? Wir können ja nicht mit unseren Süßigkeiten überall im Gruselhaus herumlaufen. Ja, stimmt, du hast recht. Lass uns sie hier im Busch verstecken. Okay. Okay, los geht's. Also, halt dich bereit, ich werde ihm jetzt etwas erzählen. Und sobald die Möglichkeit ist, flüchten wir rein. Alles klar. Entschuldigung. Ja, was ist denn? Da liegt jemand auf der Straße. Vielleicht braucht er Hilfe. Oh, jung oder alt? Ich glaube, das ist ein alter Mann. Vielleicht braucht er Ihre Hilfe. Okay, danke. Ich gehe ganz schnell. Lola, komm. Und wie war ich? Oh Mann, Melissa, du bist ein schlauer Fuchs. Schnell rein, bevor wir erwischt werden. Da war doch niemand auf der Straße. Haben Sie mich etwa ausgetrickst? Ich schau mal rein. Hallo, Kleine, bist du hier? Vielleicht sind sie schon weg. Oh, es sieht ja richtig gruselig aus. Oh ja, irgendwie schon. Ah, lass uns weg. Je, was ist das denn für ein Essen? Da kann ich ja besser kochen. Widerlich. Ah, na Lola, hast du Angst bekommen oder was? Ah, das war doch nur so unerwartet. Du hast doch selber auch gezuckt. Ja, muss ich auch zugeben. Das war schon gruselig. Ist der echt? Keine Ahnung, der sieht so unecht aus. Hallo. Lass uns weitergehen. Ha! Wir hatten keine Angst. Ja, das war nur ein Vampir. Und vor Vampiren haben wir keine Angst. Ja. Eine Frage. Sind das eigentlich Menschen oder nur Puppen? Ich kann das nicht unterscheiden. Ach, das sind nur Puppen. Okay. Was, Lola? Du hast dich erschreckt? Das war doch voll gruselig und wieder unerwartet. Du hast doch gesagt, das sei nur eine Puppe. Und außerdem hast du auch gezuckt. Ja, vielleicht war das schon ein bisschen gruselig. Diesmal hatte ich keine Angst. Ich auch nicht. Lass mich in Ruhe, du dumme Katze!
Super Lola! Trotzdem ist die Katze gruselig. Nur ein Skelett. Ja, lass uns hier weg. Hier ist gerade zum Glück niemand. Dieses ganze Gegrusel bringt mich auf eine Idee, was wir hier anstellen werden. Also, wir können genau dasselbe machen. Denn bestimmt denken alle Leute, dass wir auch nur Puppen sind. Also, lass uns hier auch noch für mehr Grusel sorgen. Ja, genau das machen wir. Dafür muss ich mir etwas nehmen. Perfekt. Okay, gut. Papa, darf ich dann alleine weitergehen? Ja, klar darfst du alleine gehen. Das sind ja sowieso alles nur Puppen und alles ist gespielt. Aber danach kommst du bitte wieder zu mir, okay? Ja, auf jeden Fall. Dann bis gleich. Bis gleich. Ja, das ist die beste Gelegenheit. Ein Kind ist allein. Na hopp, dann zeig, was du drauf hast. Ja. Oh, eine Clownpuppe. Wie lustig. Oh ja. Aber richtig lustig. Was? Oh nein, eine sprechende Puppe. Ja, die Puppe wird dich gleich fressen. Nein. Hahaha, ich krieg dich. Oh ja, mach es! Nein! Oh nein, ich hab schon in die Hose gemacht! Nein! Papa, ein böser Clown ist mir gefolgt! Und jetzt hab ich Pipi gemacht. Oh nein, jetzt müssen wir nach Hause gehen. Und da war so ein richtig gruseliger Clown. Der war ungefähr so groß wie ich. Ach du meine Güte. Lola, Achtung, der Papa von dem Jungen kommt nach unten. Du musst dich irgendwie verstecken. Oder du musst dein Kostüm ausziehen. Weißt du was? Ich nehme einfach die Clownmaske ab. Ja, okay. Ich verstecke deine Clownmaske schnell hier im Schrank. Oh nein, die guckt noch ein bisschen raus. Du musst dich da vorstellen. Okay. Wo ist denn der Clown? Also hier gibt es gar keinen Clown. Ich war hier schon die ganze Zeit. Ach, wir haben jetzt gar keine Zeit, nach dem Clown zu suchen. Wir müssen jetzt schnell nach Hause, denn du musst dich ja umziehen. Du könntest dich erkälten, da du so nass bist. Der hat doch in die Hose gemacht. Oh ja. Lass uns hier noch mehr Kinder erschrecken. Und zwar, wir tun jetzt so, als ob wir das Skelett sind. Ich meine, wir haben uns beim Skelett erschreckt. Okay, ab rein mit uns. Ah, ich habe Angst. Da ist so ein Skelett, das schläft. Sieht irgendwie niedlich aus. Ja, aber Emma, schau mal. Da ist so eine Katze. Die guckt uns so böse an. Oh ja, vor der habe ich auch ein bisschen Angst. Au, au. Bitte tut uns nicht. Ja, wir haben so Angst. Wir holen euch. Nein, komm, wir gehen. Ja. Das war wieder mal so lustig. Oh ja.
Da sind irgendwelche Kinder, die die Leute noch zusätzlich richtig erschrecken. Mein Sohn hat richtig Angst gekriegt. Oh ja. Aha, okay, ich werde selbstverständlich nach Ihnen suchen. Vielen Dank. Aha, wer seid ihr denn? Zeigt euch mal. Na hopp, ihr seid es. Aha, jetzt hab ich euch. Was mache ich denn jetzt mit euch? Entschuldigung, wir machen das nicht mehr. Das versprechen wir. Na gut, da es Halloween ist, dürft ihr jetzt raus. Aber beim nächsten Mal kriegt ihr richtig Ärger. Ja klar, okay, danke. Danke. Melissa, lass uns das Messer mitnehmen. Vielleicht erschrecken wir noch weitere. Oh ja, komm mit. Okay. Okay, Melissa, passt du bitte auf die Süßigkeiten auf? Okay. Dann kann ich mit dem Messer den Kindern Angst einjagen. Gut, aber komm dann wieder auf die Bank. Alles klar, bis gleich. Nach dem Angst einjagen. Hallo! Ah, wer bist du? Hahaha! Ich krieg dich! Hahaha, du kannst nicht vor mir fliehen, ich krieg dich schon! Ich bin der Killer-Clown! Was? Wo ist er denn jetzt hin? Naja, geh ich wieder zu Melissa. Er ist mir entkommen. Du, Lola? Ich glaube, es ist genug. Ich habe keine Lust, dass uns die Polizei oder jemand anderes hier aufsammelt. Wir hatten doch viel Spaß, oder? Oh ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Okay, dann sehen wir uns bald in der Schule wieder. Oh ja!